He just wants to get past his teammates, which he does. Oh, he's got a puncture. They made contact. So, einen wunderschönen guten Sonntagabend, liebe Freunde des gepflegten Simracing. Wir sind heute wieder am Start und heute geht's um die Wurst. Mit dabei, wie immer, der Hufi Dan. Servus, Hufi Dan. Servus, Wegmann. Servus, servus. Ja, wir sind unterwegs heute in Sotschi in Russland. Da habt ihr das Training schon gesehen am Mittwoch war es, glaube ich, wo wir das gefahren sind. Und heute, wie gesagt, heute geht's um die Wurst, ne? Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja, geht mir nicht anders. Ja, das ist. Aber es ist unglaublich. Ich glaube, das sind nur wir so, weil ich habe tatsächlich letztens im Discord was gelesen. Da war auch Liga, ich glaube von in der Rookie-Liga oder sowas. Und da war irgendwie 6:30. Dann schreibt der eine rein, wann geht's heute los? Sagt der andere, ja, 7:00, wie immer halt, ne? Und sagt er, ja, cool, dann habe ich nur 20 Minuten Zeit, dann hole ich mir noch schnell einen Döner, ne? Wo ich mir denke, Alter, bei mir ist noch zu lang her, ne? Da ist auch das erste Liga-Event gewesen, die erste Liga, die wir gefahren sind, Liga-Rennen. Und da konnte ich nichts essen. Und wer mich kennt, ne, der weiß, dass ich jetzt nicht unbedingt ein Schweinsbraten links liegen lasse. Aber da haben wir bestellt oder wollten eigentlich bestellen in unserem Lieblingsrestaurant. Und ich konnte da nichts essen. Ne? Und der rennt da in die Dönerbuden, bestellt sich einmal Dürüm mit alles. Ne? Und haut sich das noch schnell vorm Rennen da ins Gesicht, völlig gechillt. Ne? Und ich habe gezittert am ganzen Körper. Ja, jetzt ist schon alles. Ja, jetzt ist schon ein bisschen besser zumindest, aber von so relaxed mal schnell eine Liga-Rennen runterfahren, ist bei mir noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Können wir auch nicht, ne. Ich bin auch aufgeregt auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, dass wir heute was reißen. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Pizza 2K ist schon ready. Der ist auch aufgeregt. Der ist heute das erste Mal dabei, soweit ich weiß, ne? Jawohl. Pizza 2K, doch, soweit ich weiß. Okay. Wenn mir alles täuscht. Eine Minute noch. Ja, ja. Der kann es nicht erwarten. Hoffentlich drückt er beim Rennen nicht gleich weiter, ne? Das wäre cool. Er ist ja vorhin im Discord extra nochmal gesagt und ich hoffe, dass es wirklich auch. Ja, ja. Ja, vor allem gibt es halt, ja, so, die machen alle bereit machen. Die fertig, genau. Vor allem, es gibt ja der Strafe, ne? Wenn du einfach weiter drückst, kriegst du Quali-Sperre im nächsten Rennen. Also, das sollte man nicht unbedingt machen. Nee. Ei, ei. Ach Gott, na, hey. Wenn das mal nachlässt, ich weiß nicht. 5 Sekunden. Ja, ja. Und los. Und los. Oh weh. Ach Gott. Naja gut, jetzt haben wir ja gechilltes Qualifying, da wir ja... Ach ja, du, das war voll wirklich nicht blöd, weil wir müssen das Setup auch noch besprechen. Stimmt, weil genau. Das, wenn uns jetzt auch jetzt ganz kurz wär, ausgewogen weicher, oder weicher? Weicher. Danke, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm jetzt. Also, wir haben am Schluss weicher uns entschieden, weil wir gesagt haben, es ist eh wurscht, weil du fährst sowieso entweder Soft-Medium oder Soft-Medium. Genau, stimmt. Und du kannst du genauso weicher nehmen, ne? Und genau. Brauchst keinen zweiten Satz Mediums theoretisch. Stimmt, wir hatten Soft, Medium. Ah ne, du bist Soft, Medium, Soft gefahren, hast du aber gesagt, das war Katastrophe. Nicht so geil. Ja, auf gar keinen Fall. Also das kann ich ja nicht nehmen. So. Im Trainingsrennen, ne? So. Ja. So, ja, der Luca Toni hat jetzt nochmal geschrieben, also Zeit einfach runterlaufen lassen, nicht die Session beenden, dann sondern ja, Zeit einfach runterlaufen lassen, wenn die Zeit gesetzt worden ist. Ja, habe ich gesehen, ja. Achso, du hast es auch offen. Ja. Okay. Oh Gott. Vor allem, das hört halt nicht auf, ne? Die Nervosität. Nee. Das ist halt, du fährst wirklich raus und es ist halt trotzdem, es ist nach wie vor, ich
Warte mal, Wetter. Nervös. Oh Gott, wir haben geiles Wetter. Echt, oder was? Ja. Durchgehend? Ja. Alter, wie cool. Mega. Qualifying, warte mal, schaut auch noch gut aus. Warte, ich schau noch. Durchgehend sonnig im Qualifying. Im Rennen wird es dann am späten Ende wird's dann stark bewölkt, aber das juckt mich nicht. Geil! Nee, das juckt mich nicht. Yes! Sehr cool. Die Box und wir prüfen die Einstellungen. Cool. Übersteuern bedeutet, dass die Hinterreifen vor den Vorderreifen den Grip verlieren. Normalerweise liegt das an zu wenig hinterem Abtrieb. Wo konnte ich das einstellen? Ah, da. Bist du soweit für Setup? Sturz oder Vorspur nein, warte. Kann ebenfalls hilfreich sein. So, doch jetzt 3,5, ne? Richtig. Okay. 50, 55. Warte, 50. 55. Minus 2,5, minus 1,0. Jawohl. 0,07, 0,26. 0,07, 0,26. Also minus 2,5, minus 1,0, 0,07, 0,26. Genau. Dann 2,4,3. 2,4,3. 3, 9, 2, 3, 150 sind auf der Strecke. 150, alles links. So. So, jetzt werden wir speichern hier. Und Russland ruft wieder an. Ja, der Sochi Autodrom wurde im Oktober 2014 veröffentlicht. Und dann auch direkt am wann war das? Am 12. Oktober fand dann auch direkt der erste Großpreis der Russland der Formel 1 statt. Die Strecke ist 5,8 Kilometer lang, hat 19 Kurven und hat einen Höhenunterschied von 1,9 Meter. Also ist recht flach die Strecke. Rundrekord ist eine 1:35.761, wurde gesetzt von Lewis Hamilton 2019 in Mercedes. So, fährst du gleich mal raus, oder? Ich fahr raus jetzt, ja. Dann fahr ich auch gleich mal mit. Die Strecke wurde vom Architekten Hermann Tilke, der auch schon mehrere Strecken für die Formel 1 designt hat. Also ist schon recht bekannt. So. Ich glaube, ich werde trotzdem eine schnelle Runde einfach fahren, damit ich ein Gefühl dafür kriege. Relativ ja, ich wiederweise wieder mein Lenkrad. Ich wusste das bei der Xbox auch. Ja. Krass kalt. Deine Regenreifen sind nicht verstehst du.
Sorry. Wow! Das wäre fast blöd ausgegangen. Den wäre extra weggefahren. Alter. Boah, hast du es gesehen? Ja, aber ich knapp. Alter, ich muss voll ausweichen. Okay. Boah, heilige Schnauze. Das war voll knapp, du bist nicht fett, ey. Ich hab wieder da Blut in der Ecke. Du musst aufpassen. Ich will zu riskieren. Ja, aber du... Hängst du noch einen hin, oder nicht? Nee. Arsch. Achso. Etwa 2 Höhen kommen wir mit dem Benzin noch raus. Alter, der Luca Kelini ist auch auf Soft gefahren, ich bin. Ja, ich hab schon gesehen, 1,33. Nee, 1,33 bin ich gefahren. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist er auch 1,33. Ja. Okay. Ja, dann war meins gar nicht so schlecht. Nachdem ich die ausweichen müsste, oder? Mega. Ich muss mich so konzentrieren, dieses Rennen. Ja. Da darf man sich halt echt keine Fehler erlauben. Ne? Nee. Da bist du halt gleich fort. Und halt die Strafen auf der Strecke, ne? Ja, die sind ja eh Katastrophe, du. Die Lücke, die Deppen. Auch bei der Boxeneinfahrt. Ja, schon wieder. Achten, ne? Ja, ja. Jetzt siehst du, ein kleiner hier vorbei passiert, ne? Was, schon wieder bis dagegen fahren? Nee, aber jetzt ist nur die Box rein. Das hätte ich beim Rennen nicht machen, ja. Das hätte ich lieber ein wenig langsamer da, ne? Ja, da verlierst du lieber da eine Sekunde, wie das 5 Strafsekunden kriegst, ne? Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war nix, du, das war gar nichts. Aber gut, ist wurscht. Ich war jetzt da keinen neuen nicht. Satz anreisen, ich lasse jetzt mal runterlaufen, nee, bis 4 Minuten. Dann, dann fahre ich auf die alten nochmal raus, ich will jetzt schon meine Zeit zumindest irgendwie setzen. Bis jetzt ja, ich fahre jetzt nochmal raus. Bei, ich 1, bei 4 Minuten, weil ich es nochmal anpacken. Luca Toni 1,33,3. Wenn das von ihm eine gute Zeit war, dann habe ich noch. Beim Sektor 3 habe ich bestimmt durch das Ausweichen 13 liegen lassen. Dann hätte ich noch. Das wäre schon mal gut. Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal gut. So. So, jetzt wäre draußen. Frankfurt Driver fährt mal mit Mediums raus. Der ist Russe übrigens, Frankfurt Driver. Also Heimgrobli für ihn. Der ist also der Geheimfavorit jetzt hier auf der Strecke. Ja. Ich glaube, dass der richtig was reisen würde, ne? Schauen wir mal. Jetzt in die Fastlap erst. Vielleicht gehe ich jetzt nicht so unbedingt, aber... Naja. So, weg mit. Ist wieder da. Right. Mega. Frankfurt Driver, hat's gerade schon erzählt, hat ja heute. Auf dem bin ich gerade hier. Bitte. Feature-Modus quasi. Ja. Der ist ja Russe, der hat Heim-Grand-Prix quasi. Der ist das coole Geheimfavorit, weil ich so mitbekommen habe. Ich glaube, dass okay. Der richtig was reißt, ne? Denke ich mal. Schauen wir mal.
Ich wäre froh, wenn es für uns fürs Podium langt. Ne, ja. Podium würde mir echt schon mal viel bedeuten, ne? Mir auch. Podium wäre natürlich was, ne? Vor allem würde es unsere Punkte ganz gut tun, wenn wir zwei auf dem Podium landen. Richtig, im Moment habe ich mal zwei geholt. Du den Rest. Wie viel haben wir denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Aber du bist ja. Also 18 hast du, glaube ich. Oder haben wir 18? Nee, nee, wir haben über 20 sogar. Punkte. Schon? Sind ja. Aber. Es sind die zwei Punkte, die du geholt hast. Die hast du, glaube ich, nicht fürs Team geholt. Nee, die habe ich als Fahrer geholt, richtig, in ja, der Fahrerwertung. Ja, das stimmt. Ja, das hab ich, genau. Die habe ich mit dem Ferrari geholt als Ersatzfahrer. Genau, stimmt. Ja. Ja, schau mal, die pendeln sich alle auf 1.33.3 ein. Ja gut, aber hier mit Mediums, ne? Frankfurt Driver. Oh, ach du lieber ja. Gott. Ja, ja. Also ich werde es nur mal probieren. Wetter ist toll, ich freue mich echt. Wir haben durchgehend strahlenden Sonnenschein. Auch an Julia, aber die schaut nämlich gerade hinter mir zu. Ach so. Hi, hi. Ach Gott. Scheiße, wenn der auf. Ja, klar. Wenn der auf Mediums so eine Zeit fährt, dann gute Nacht dann wieder. Weißt du unsere Qualifying-Zeit noch? 1.32 Zeit war das, oder? Schau die Strecke aus, bist du drin, oder? Drei Autos drauf. Ja, du hast komplett freie Bahn vor dir, ist alles frei. Hat er da weg noch? Das ist 32, ja, weil das hört sich doch gut an. Ja. Da kann man sich einfinden. Auf der Zeit.
Sektor 3 kannst du also nachher irgendwie auf 1 stehen, ne? Ja, Sektor 3 war kacke. Sektor 3 war richtig scheiße. Ich hab die letzte Kurve, da muss ich vorhin raus, weil ich viel zu bald angebremst bin. Ja, das mit mir rausdreht, viel zu bald, viel zu schlecht genug. Ich hätte es dann nur rausgetragen. Passt doch. Extra langes Qualifying, ne? Ich steh dran, glaube ich. Jetzt haben sie sich halt auch weh. Du kannst reinfahren, du kannst da drüber fahren. Vollkommen egal. Halbes Level abgetrunken, jetzt ist Schluss. Ja, sonst renne ich wieder 100 Mal auf die Toilette. Ja, ich trinke schon, aber ich habe immer viel. Ja, ich habe gemerkt, wenn ich es toll, vor dem Rennen ausdrücke, dann muss ich eine Renovation. Das ist nicht aufs Klo. Das haut bei mir nicht hin. Oh Gott, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's um die Wurst dann. Ja. So. Eckmann auch wieder am Start, oder? Noch nicht. Okay, noch nicht. So. Ah, so, wieder da. Ja. Ich bin auch wieder da. Ach, genau. Was denn? Nervös bin ich wegen. Ja, ich auch. Wie schaut's denn aus draußen? Ich darf mich nicht unter Druck setzen. Schön ruhig bleiben. Na, ums Black geht's. Warum bin ich heute so aufgeregt? Ja, ich auch. Ja, aber immer. Letztes Mal war ich nicht so aufgeregt. Echt, ich schon. Ich immer. Also ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung, aber... Also zumindest nicht so wie heute. Heute fühle ich mich fast wie beim ersten Rennen. Echt jetzt? Ja. Okay. Was auch nicht. Hier aufpassen, nicht zu weit nach draußen. Okay, frische Reifen habe ich. Dann bin ich mal on the track. Ich auch.
32-7. Stand quer hinten in der letzten Sektor. Ja, ich hatte im Allgemeinen für so gute Runde. Ich hatte auch im Allgemeinen für so gute Runde. Ich hatte drei Batzer drin. Und auf der Startzielstand ist quer nach dem Rausbeschleunigen. Also ja. Fragen, wie der Fahrer ist. Die Zeit beträgt 1,33,7. Ja, Sekunde langsamer. Das ist schlecht. Mit Williams. Das merkt man ja, unglaublich. Das man echt, ja. Und man denkt es gar nicht, ne? wenn man, aber man merkt, wenn man um eine Kurve fährt, halt am Fanatec-Lenkrad, wenn das Auto das Untersteuern anfängt, also über die Vorderachse schieben will, merkst du halt am Fanatec-Lenkrad normalerweise in den Griffen. Genau, ja. Und das merkst du halt jetzt gar nicht. Genau, selbst Übersteuern auch, ne? Das merkst du im unteren Teil, bilde ich mir ein, aber ich kann das nicht genau definieren, wo das herkommt, aber man merkt auf jeden Fall, dass das Auto ins Heck kommt und kann halt wesentlich eher reagieren, und das habe ich halt nicht ausprobiert. Ja. Ja, stimmt. So. Also, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit meiner Zeit. Also happy bin ich auch nicht. Einfach deshalb nicht. Jetzt nicht mal wegen der Zeit, sondern einfach deshalb nicht, weil sie nicht sauber war. Der letzte Abschnitt war einfach nicht gut. Ne? Der stand, aber wie gesagt, ganz quer. Kurz, ich muss dich unterbrechen schnell. Der Pascal Vettel ist 1,35,1 gefahren auf Softe. Der Westvibe 1,34,8 auf Softe. Der Pizza 2K 1,34,4 auf Softe. Selbst der Luca Toni ist 1,34,2 gefahren auf Softe. Das heißt also, so schlecht stehen wir nicht, außer der Frankfurt-Driver, der wird uns halt wahrscheinlich einfach. Ja, der ist richtig. Der macht uns halt nass, ne? Richtig, der wird uns stehen lassen. Aber der wird halt da pausenlos trainiert haben. Ja, du fährst nicht mehr raus? Nee, ich auch nicht. Dass ich mir jetzt mein Auto zerlege oder so wegschmeiß. Ja, genau. Also die haben relativ häufig trainiert, aber ich denke einfach auch, dass das halt, das ist mit seiner Lieblingsstrecke, was ich jetzt mitbekommen habe, irgendwie halt Heimat, ja, Grand Prix, halt. Ne? Genau. Und ich meine, klar, ne, die fährt ja wahrscheinlich nachts um 3, wenn es den aufwächst, aus dem Betthaus, ne, fährt er die irgendwie rückwärts im Schlaf, ne? Im Schlaf, ja. Ja. Ja, ja. Das stimmt. Ja. Naja, also so U3 sollte safe sein. Dürfte nichts mehr passieren. Wir sind die plus 12 Fahrer heute. Von dem her scheiden 2 aus und Zeiten hinten. Ja. Also ich denke jetzt, dass die hinteren Soften, also der Pascal Vettel und der Westvibe bzw. der Pizza 2K uns jetzt dann nimmer überholen werden. Ja, denke ich auch. Der Cortega ist gar kurz. Ach, der ist jetzt draußen. Okay, und auf was fährt der? Ich schau gerade, ich bin gerade drauf auf ihn. Softe. Ja, naja, gut, er würde jetzt auf Nummer sicher gehen müssen. Ja, klar. Wenn er jetzt erst rausfährt. Wundert mich aber, dass der erst jetzt fährt. Ne? Das ist noch 3 Minuten, also der ist sich seiner Sache schon sicher. Ne? Ja, gut, vielleicht hat er wegen mehr Sprit dabei, dann hängt ja, er noch eine hin. Ja, Streckenbegrenzung. Ne? Wie schnell hast du da aberkannte Runde? Das ist bei mir immer das Problem. Deshalb fahre ich lieber gern
eher raus, um dann halt noch vielleicht was hinzuhängen. Ne? Weil das stimmt. Das ist schnell passiert, gerade auf der Strecke halt, ne? Ja, da gebe ich dir recht. Das ist mutig auf jeden Fall, erst jetzt rauszufahren. Ach oh Gott, du brauchst Eier. Wirklich so. Aber oh, Himmel, ja. Und wenn du die Richtung änderst zur Außenseite, bin so nervös. Ja, ich bin schon. Eine höhere Last auf jedem Reifen bedeutet mehr Grip. Achte auf eine gleichmäßige Steuerung, um eine abrupte Gewichtsverteilung zu vermeiden. Eieiei. Was weißt du schon, was du für Strategie fährst? Ja, ich hatte halt geplant Soft, Soft Medium, ne? Also 2 Stop. Ja, hatte ich schon geplant. War ich auch noch. Ja. Na, der Cortega ist nochmal vorgefahren. Ich habe nochmal gedacht, Mensch, Soft Medium vielleicht, aber ein Stop ist mal zu quer. Du bist nur am. Nee, das mache ich auch nicht, auf keinen Fall. Noch 2 Minuten in dieser Session. Ich bin gleich da, gell? Jo. So, 2 Minuten noch. Schauen wir, was der nachliegt noch. Ist der in der schnellen Runde, oder? Ja. Ja, okay, bricht ab noch. War langsamer. Wir sind noch unterwegs. Vettel, Pizza 2K. So, haben wir noch viele auf der Strecke? Ich weiß jetzt nicht, also Vettel habe ich jetzt gesehen, Pizza 2K habe ich gesehen. Der Mock fährt an. Ja. Okay. Der Pizza hat mein Avatar, hey. Gibt zwar wegen meinem Gesichter. Wahnsinn. Jawohl. Oh, der Cupretti scheint raus zu sein. Der fährt nicht mehr. Echt? Warum? 12. Mediums, fährt nicht mehr. Oh. Das ist schlecht. Und der Westvibe, naja, der Westvibe fährt nochmal, aber das wird auch eng auf jeden Fall, weil ihr müsst 4/10 rausfahren, dass er ein Kasi raushaut. Pizza, was macht der? Der fährt aktuell auch. Ja, vergiss es. Müsste eigentlich raus. Also müsste zumindest der Zeit gegeben haben. Also aber kann die Runde gegeben haben. Das ist ja voll über die Strecken bekannt. Ja, aber der wäre drin, der Pizza. Okay. Ja, ist 9. Ja. 32, aber der Cupretti, weil für den schaut es mal aus, weil der ist in der Box. Ja, der ist raus. Ja. Westvibe auch. Ja, kann auch raus. Kasi ist drin. Ja, Kasi hat noch Glück gehabt, ne? Ja, da geht's schon eng zu, ne? Ha. Ja, relativ. Vorne ist halt, wenn du die Zeiten vorne anschaust, ist halt schon... Vorne ist schon sauknapp, aber hinten ist auch sauknapp. Ja, stimmt. Also da hängen sie auch. Aber wenn du jetzt schaust, zwischen dem zweiten und sechsten sind 2/10. Bitte? Zwischen 2. und 6. sind 2/10. Ja. Ha, heftig. Nicht mal. Ja, bis zum 7. sind es nicht mal 3/10. Ja. Dann ist ein bisschen ein größerer Sprung drin. Genau. Dann sind es mal 5/10, mehr als 5/10. Ja. Und dann aber trotzdem wieder nur 1/10, nochmal 1/10. Okay, ja. Dann trotzdem wieder 3/10. Und dann eine Sekunde. Was hat denn der gemacht? Wer? Der Cupretti. Das weiß ich nicht. 1,35,7. Ja gut, vielleicht. Ja, mit Mediums ist er die gefahren, ne? Ja, aber wieso fährt er dann immer raus? Ja, vielleicht ist es okay für ihn. Dass er halt von hinten startet. Nicht weiter drücken. Ja, genau. Nicht weiter.
So, wer fährt als erstes raus? Noch passiert hier nicht viel. Na doch, der Ferrari von Kasif. Was war das? Renault? Ja. Da. Weg mal! Es ist nur hier auf der Strecke. Lass uns raus, solange es so bleibt. So. Ein bisschen weg mit. Okay. So. Hallo. Hallo. Ja, wie schaut's denn aus auf der Strecke? Na, da kommen sie jetzt alle gerade. Warte ich noch kurz, bis sie da wegen rum sind. Heieiei. Aufgeregt. Schon, auf jeden Fall. So, er ist heftig. Dann war ich jetzt mal rausdrücken. Alles klar. Oh Gott. So. Viel Erfolg für deine Straße. Ja, auch. Ist der weg, Mann? Ja, ich lasse ja vorbei. Wenn du da bist. Ich bin gleich auch Konkurrenzkameraden, ne? Oh, der Luca Toni. Ja, das ist ein Statement, wenn ich das noch für vorne an Spiele drehe. Oh, 1,31,4. Alles klar.
war der wieder irgendwie 5? Ja, der ist nicht. Meine Worte, ich bin gar nicht mehr so schlecht. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 32,3. Also der Frankfurt Driver macht hier Krawall. Richtig Party. Ja. 1:31:1. Das ist arg. Das ist arg. Ja, da brauche ich gar nicht versuchen, weil das kriege ich nicht. Das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Ich weiß es nicht. Ja, der ist gut, hey, der ist sehr gut. Aber der Luca Toni fährt auch nochmal raus. Jetzt überlege ich, ob ich trotzdem nochmal rausfahre. Auf jeden Fall. Die Zeit zu verteidigen wenigstens. Spannend. Komm, Mensch. So auf die Zeit und wieder drauf, dass du gut fährst. Ja, kann ich vor allem nicht bezeichnen. Ja, aber halt nicht wieder auf Grün oder Rot, weißt du? Nee, nee, das ist klar, aber.
Minuten in dieser Session. Schade. Ja, ja. Ja, ich aber nur 2000 zu. Ja, ja, wofür ich verbessert bin, gell? 4-10 rausgefahren. Ja. Also 3, was? 7, 4 oder sowas. Und trotzdem 5. Ja, das Black ist vorne reingefahren. 1,31. Ja. Und ich starte hier an. Und es geht los. Ja, guter Start für Brin, direkt zwei Plätze nach vorne gegangen. Flamme fährt da vorne weg. Splash schon auf 2. Blick mal auch schon auf 3 vor. Und doch nicht, nein. Blick mal auf 2, Splash auf 3. Blick mal jetzt in von Frank Klar. Oh, da ist der Ferrari von Kasi. Verbremst sich da. In die zweite Kurve rein. Dafür auf 5 Sekunden. Das hätte schlecht enden können. Splat auf 8 zurückgefallen. 7, 6. Ja, geht jetzt hinten. Der Pascal fällt rein. Nee. Oh, davor hat sich jemand verbremst. Pascal fällt wieder ein bisschen weit raus. Gucken wir, ob Splat zurückkämpfen kann. Sieht er seinen dritten Platz zurückholt. Der Desk fährt Frankfurt schön vorne weg. Hat schon fast. Ja. 1,3 Sekunden Abstand, fast 1,5 Sekunden schon. Wickmatt. Dicht gefolgt von den Kollegen, Profi dann. Dann Kasi. Mit seinen 5 Sekunden, die er sich bereits abgeholt hat. In Kurve 2. Ich weiß nicht ganz, was da passiert ist. Er hat sich da verbremst. Ich weiß nicht, ob er da irgendwo reinstechen wollte bei jemandem. Aber ja. Oh, Kotega ist schon auf 6. Der Start von ihm. Und 3 Plätze nach vorne. Okay, die Anzeige spinnt rum. Leg mal das definitiv nicht erster. Oh, Luca Toni, 5 Sekunden, war zu schnell in der Boxengasse. Das ist doof. Das ist doof. Der Spinn da wirklich rum. Ah, da hat sich deine Flügel angehauen, okay. Ja, jetzt so weit wie möglich mit den roten fahren, dann später mal in die gelben holen. Einfach durch. So, Frankfurt ist noch erster.
da hat er sich fast gedreht und auch noch das Black abgeräumt. Interessante Startphase war das hier. Gucken wir, wie das hier einpendelt, die Fahrer fahren. Und gucken, was hier passiert. Jetzt die Haas, sie sind eng beieinander und holen noch ein bisschen auf Frankfurt auf. Mal auch nicht viel. Die verlieren sogar eher, wenn sie auch holen. Ja, fährt er gut vorne weg. Das ist sehr gut weggekommen am Start, der Frankfurter. Hat sich der rausgehalten, zu welcher Kollision. Ist nicht nach hinten gefallen. War guter Start. Auch von Wigner, der jetzt schon drei Plätze nach vorne ist. Haas ein bisschen dicht beieinander, die restlichen sind fast eine Sekunde auseinander. Und außer von Thea Wespler. Oh. Aber den Reifenvorteil von Thea Wespler gegenüber. Platz 1 bisher noch keine Strafe.
dreht den Weg mal vorbei. Verteidiger blöd, aber nee, geht er nicht vorbei. Okay. Der muss sein Teamkollegen nicht unbedingt rauskriegen jetzt. Da wird auch schon ein Abstand zu Kasi mit den anderen aufgebaut. Auch Frank Driver, der fällt da vorne schön weg. Fast 2 Sekunden. Also der will das hier gewinnen, sein Heimrennen. Oh, und Robert Nulli fährt die schnellste Runde. Okay. Ja, klar, da will er jetzt vorne rankommen. 23 Sekunden noch. Rest bei Bell. Ja, sollte er vielleicht auf 20 Sekunden sollte das reduzieren. Sollte er da vorbeigehen, wenn er die Box fährt. Oh. Ja, dann sind beide aber. Lobatoli mit seinen ersten 3 Sekunden plus die 5 Sekunden von seinem Boxenstopp, wo er zu schnell war. Ich komme nicht in diese DRS-Fenster, das gibt's nicht. Jetzt bin ich drin. Was komme ich denn hier rein?
vorbei kommst du nicht wahrscheinlich. Nee. Ich komme auch am Limit vorbei. Keine Chance im DL. Ja, du. Voll verbremst, ey. Leck mich ja an. Aufpassen. Ja, voll verbremst, ey. Absicht. Ach, cool. Da ist er. Da ist er. Ah. Weiter an der Cut.
Rede sitzen in der Mitte. Mal. Mal. Ja. Ach, du fährst ja mit Controller, Entschuldigung. Also, scheiße, Entschuldigung. Das war nicht geplant, ich hab mich verbremst. Ja, ich muss dann raus, ich bin noch verbannt. Wie gesagt, das war klar Absicht, ich hab mich verbremst. Ich bin dann, hast du ja gesehen, die Reifen waren gestanden. Und dann musste ich auch über die Streckenbegrenzung drüber. Also das war keine Absicht. Ich aber vom Gas. Ja? Ja, aber das soll ich echt sehen. Also, das heißt, soll ich echt sehen. Weil ich dich halt vorhin im Film verrufe. Ja, ich zwar nicht bist du. Danke fährst du rein? Warum nicht mehr? 17 bis 30. Bei mir ist auch 17. Ich kann 16 oder 18 fahren, sag an. Ja, oder ich fahre 17, dann kannst du entweder jetzt oder nächste fahren. Ja, ich fahre 17. Okay, ja.
Ich warte noch bis bei 18 Uhr. Ich will ja auch nicht. Ich will ja auch nicht. Ja. Ich will das kann.
drin bleiben. Ja, ja. Probier's. Sauhund. Das Auto hinter dir fällt langsam zurück. Es bildet sich langsam eine Lücke.
Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Quatsch. Warum habe ich jetzt hier keinen Penalty? Das weiß ich nicht. Das ist ein Witz. War überhaupt nicht traurig. Nein, war es nicht. Das ist ein Witz. Ah, komm, so schwierig. Keine Ahnung. Vor allem wäre es ein Vorliegen. Weg. Also jetzt fahren wir wieder für Strategie. Meinst du? Du hattest vorher schon 30 Sekunden die Teile, also im Endeffekt hast du jetzt noch nichts verloren. Was? Im Moment hast du nichts verloren wegen den 30 Sekunden, die du jetzt mehr hast. Für Verwarnungen oder nichts? Ja, Verwarnungen habe ich. Boah. Das war jetzt aber nicht schief. Was denn? Jetzt hast du mich euch abgedrängt. Ja, ich war links neben dir. Also ich habe gesehen, dass die Pfeile neben mir sind. Thank you.
auf, dass das Blake und der andere uns keine Probleme machen da vorne. Ihre scheiß Energie da. Ja, ja. Alter, keine Ahnung, Mann. Was ist das denn? Okay, alles klar. Ach so, der geht jetzt auf Softing. Ja, eben. Fuck, Alter.
zum Hintermann beträgt 17,5 Sekunden. Näher als dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Also ich hätte jetzt Boxenstopp. Willst du rein? Wenn es geht, ja. Bestätigt, du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Oh Mann, das Black macht Druck, Alter. Keine Chance, Kuli wieder rauszukommen. Nee. Du kannst nur hoffen, dass die Reifen abholen. Ja. Wir sollen so einen Fehler machen. Ja.
Leg vorbei. Servus!
Frankfurt war aber macht auch. Das gibt's doch nicht mehr, Mensch. Also, das ist ein Witz, ehrlich. Und diese Zeitstrafen, das sind ja Lachen. Das stimmt, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht. Meine Fresse, 90 Sekunden. Leck mich am Namen, ehrlich. Mein Gott, ey, die Fixen werden nicht. Das kann nicht wahr sein, ehrlich. Scheiße. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Sehr gut. Achtung, gelbe Flaggen vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst.
Start in die Liga.
Fuß durchhalten müssen. Ach komm, fühl dich nicht. Grüne Flagge, das Rennen geht weiter. Grüne Flagge.
des Rennens. Oh, Weltmeister, tut mir leid für dich. Ja, voll scheiße. Aber ich muss dir leider sagen, das ist wahrscheinlich jetzt nicht. Warte mal, ich verstehe nichts. Achso, okay. Oh. Das hätte halt echt nicht sein müssen, ne? Ich weiß nicht. Weil du hättest nicht pushen müssen. Weil du hättest nach vorne ja nichts mehr reißen können. Und nach hinten die 9 Sekunden Zeitstrafe, die du am Schluss hattest, die hättest du nicht mehr rausfahren können. Ja, gut, recht. Also, die Plätze hätte ich aber nicht gemacht. Also ich wäre vielleicht einen Platz besser wie die 5. Weil ja, wahrscheinlich eben nicht. Wenn du an mir vorbeigegangen wärst, wärst. Ja, aber der vor mir hatte 5 Sekunden und du 9. Dann hättest du 4 Sekunden auf den rausfahren müssen. Ich hätte nach vorne. Nee, nicht nach vorne. Nach hinten meine ich. Ich hatte nichts zu tun. Ach so. Das meine ich, weil. Ich habe es wieder drauf anlegen können. Und dann Kasi noch irgendwie vorbeifahren. Vielleicht hätte ich. Ja, mega Glückwunsch. Dankeschön. Du, ganz kurz, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich müsste nämlich mal ganz kurz aufs Klo. Alles ganz klar. Kurz, ich bin gleich da. Ja, liebe Freunde, das war's. Ne? Live dabei quasi, blöder Fehler passiert. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mir hat's gefallen, also Laune hat's gemacht. Der Fehler am Schluss hätte nicht sein müssen, aber ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen auf jeden Fall mal und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder und wünsche euch noch einen mega schönen Sonntagabend. Macht's gut und ja, bis zum nächsten Mal dann.